Meine beste Freundin war da. Sie wurde auch gebissen. Wir wussten nicht weiter. Und sie hat gesagt, sitzen wir es aus. Wir müssen immer geradeaus. Okay. Eigentlich ganz schön hier, oder? Ja. Und damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu The Last of Us Part 1. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind wieder am Start. Genau an der Position, wo wir beim letzten Part aufgehört haben. Ich bin immer noch geflasht, was die Ereignisse angeht. Ellie sieht auch immer noch ein bisschen betrübt aus. Das ist hier absolut nicht zu verübeln nach den ganzen Geschehnissen. Wow. Einfach wow. Nichtsdestotrotz bin ich mega gespannt, wie es jetzt noch weitergeht. Einfach ein geiles Spiel. Okay, machen wir weiter. Ich bin gespannt. Ich bin sowas von gespannt. Ja, gleich, Joel. Look for the light. Dann Firefly. Zeichen. Pass auf deinen Kopf auf. So, ich hab es. Ich bin doch schon alt. Ich auch, Joel. Mach dir nichts draus. Ich hab's dir noch nicht erzählt, aber Sarah und ich sind viel so gewandert. Sie war fit. Ich musste mich anstrengen. Ich glaube, ihr hättet euch gut verstanden. Ich glaube, du hättest sie gemocht. Du hättest ihr gefallen. Ja. Ja, schön. Ja, wir spielen auch wieder Ellie. Warum auch immer. Aber wahrscheinlich, um die emotionale Tiefe noch mal ein bisschen Bedeutung zu geben. Hör mal da. Wir sind fast da. Wo sind wir fast da? Ich habe keine Ahnung, wo wir hingehen. Was das Ziel ist. Wir haben auch, glaube ich, ja nichts an Ausrüstung gerade, was wir nutzen können. Doch hier könnten wir, warte. Katalyse. Achso, das ist nur ein Comic. Uns nichts. Ach, schön. Mist. Joel, was machst du da? Hier, ich helfe dir. Gib mir deine Hand. Okay, na komm. Hey, warte. Ach. Damals in Boston, als es mit dem Biss war, da war ich nicht allein. Meine beste Freundin war da. Sie wurde auch gebissen. Wir wussten nicht weiter. Und sie hat gesagt, sitzen wir es aus. Weißt du, wir reden noch ein bisschen und sterben dann zusammen. Tja, ich warte immer noch drauf. Ellie. Ihr Name war Riley und sie musste zuerst sterben. Und dann war es Tess. Und dann Sam. Nichts davon ist deine Schuld. Nein, du verstehst das nicht. Ich hatte
Viele Probleme mit dem Überleben. Aber was auch passiert. Und man findet etwas, wofür es sich lohnt zu leben. Und ich weiß, dass du das jetzt nicht hören willst. Schwör es mir. Schwör mir, dass alles, was du über die Fireflies gesagt hast, wahr ist. Ich schwör's. Okay. Doch schon Ende? Oh, das hätte ich im letzten Part ja noch ranhängen können. Ich dachte, jetzt passiert ja noch was. Oh, schade. Ja, was soll ich sagen? Als allererstes, ich werde das jetzt gleich nochmal neu aufnehmen, weil ich im letzten Part ein paar Probleme hatte mit der Musik. Kann also sein, dass jetzt im Hintergrund keine Musik läuft, das werde ich sehen. Ja, ansonsten klar, das was Ellie gerade gesagt hat oder uns vermitteln wollte, alle um sie herum sterben, nur sie nicht. Deswegen ist ihr das, meine Meinung, natürlich auch egal, ob sie von irgendjemandem getötet wird oder nicht, weil alle anderen so oder so an der Infektion sterben. Ja. Trotzdem, ich muss wirklich sagen, eins der besten Spiele, die ich jemals gespielt habe, und ich zocke schon ziemlich lange. Ich glaube, seitdem ich 9, 10 Jahre alt geworden bin, meine erste PlayStation gekriegt habe, mein Super Nintendo. Ne, stimmt, Super Nintendo hatte ich vor der PlayStation. Aber als ich damals die PlayStation gekriegt habe, war das das Größte. Mit 10 Jahren, glaube ich, habe ich die gekriegt. Ja, seitdem zocke ich schon und es gab wenig Spiele, wirklich sehr, sehr wenige Spiele, die an dieses hier rankommen. Als Singleplayer wohl bemerkt, also storygebundene Spiele. Es ist wie ein Film, wie eine Serie, die man interaktiv mitspielt. Das, mir fehlen die Worte. Es ist einfach ein mega geiles Spiel. Es ist jedem zu empfehlen, das selbst mal zu spielen. Absolut. Ja. Im Anschluss, wie versprochen, spielen wir direkt den DLC Left Behind und schauen uns die Geschehnisse dort an. So wie ich das jetzt mitgekriegt habe, ich habe diese eine Information, ich habe mich wirklich null gespoilert, aber diese eine Information habe ich. Es spielt wohl vor den Geschehnissen mit Joel, sprich quasi die Zeit, die Ellie mit der Firefly-Tante verbracht hat. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Marlin. Also quasi die Beziehung zwischen Ellie und Marlin spielt wohl eine große Rolle. Und das war's auch schon. Mehr weiß ich nicht. Ja. Ansonsten lassen wir natürlich wieder die Credits komplett durchlaufen, wie immer. Wenn noch was kommt, das ist drinne. Ansonsten skippt es oder macht aus, was euch gefällt. Ich betone es nochmal, richtig geiles Spiel. Absolut zu empfehlen. Ja, ich hab keine weiteren Worte dafür. Alles klar, dann danke ich euch für die Kommentare, für das Anschauen, für die Likes, für alles. Motiviert mich immer wieder weiterzumachen oder euch daran teilhaben zu lassen. Auch nochmal vielen, 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 vielen Dank an alle, die das empfohlen und gewotet haben. Ich glaube, sonst hätte ich das Spiel in Jahren noch nicht angefasst.
Dann sage ich nochmal danke. Ich wünsche euch noch einen wunderhübschen Tag, Abend, Nacht, je nachdem, wann ihr das seht. Vielen Dank. Und im Anschluss kommt dann direkt das DLC, der Vote für das nächste Spiel kommt. God of War steht in den Startlöchern. Vielen Dank. Haut da rein.
Spiel abgeschlossen. Du hast die Modi Neues Spiel Plus und Schnelllauf freigeschaltet. Sie können beim Start eines neuen Spiels aktiviert werden. Neue Charakterdesigns, Waffenskins, Gameplay-Modifikatoren, Filtermodi und andere Bonusinhalte sind in Extra-Menü verfügbar. Gucken wir mal noch kurz rein. Ellie. Okay. Einfach nur ein paar andere Skins.
Ja. Warum nicht? Ach, für den Rucksack auch. Mit dem Bärchenrucksack. Auch nicht schlecht. Was zur Hölle? Okay. Nicht schlecht. Okay, cool. Was hat Joel zu bieten? Oh, Joel hat nicht ganz so viel. Oh, hier. Guck mal, mit längeren Haaren. Interessant. Okay, interessant. Immer noch. Ja, zurück zum Hauptmenü bitte. Designs Render Modi. Halte Space gedrückt, um diese Modi freizuschalten. Ach so, dann 8-Bit Optik. Okay. Ja, weiß ich nicht. Das ist ganz nice, mal das gesehen zu haben, aber das war es auch schon. Schnelllauf-Zusammenfassung. Sieh dir deine Rekorde aus dem Schnelllaufmodus an. Deine besten Zeiten werden für jeden Schwierigkeitsgrad und für den endgültiger Todmodus im Hauptspiel Neuspiel Plus und Left Behind gespeichert. In jedem Spieldurchlauf, den du mit aktiviertem Schnelllaufmodus beginnst, werden Rekorde aufgezeichnet. Bei den Kulissen, okay, Designs, Charaktergalerie. Ja, ist alles so nice, nur interessiert mich aber jetzt erstmal nicht. Denn jetzt steht erstmal als nächstes Left Behind an. Aber das erst im nächsten Part. Stand das Messer schon immer da? Das Fenster war sonst auch immer zu und nicht kaputt. Whatever. Alles klar. Dann sage ich jetzt nochmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs so lange dranbleiben. Einen wunderhübschen Tag, Abend, Nacht. Und ich hoffe, ich sehe euch im DLC wieder. Vielen Dank. Haut da rein.